auch nicht ganz das, was ich wollte. So, mit System zu machen. Gut. Das heißt, meine Bauarbeiter nach da. Der Bauauftrag. Achso, das ist, der ist jetzt verschwunden, der eine Bauauftrag. Okay. Ein neuer Bauauftrag, bitte. Bei dem die ganzen Stümpfe entfernt werden. Schade, dass ich sie alle einzeln anwählen muss, aber so muss ich wenigstens nur einem Brick von sagen, er soll sie einreißen. Weil wir haben genug Holz da unten rumliegen, wir brauchen nicht noch die Baumstämme. Auch wenn das eine sehr friemliche Arbeit ist. Aber ich glaube, wir haben gleich alle. So. So, dann will keiner den Bauauftrag annehmen. Genau, das geht sehr schnell und macht schön viel Platz. So, und ihr seid beim Füllen schon wieder. Gut. Aber jetzt haben sie eigentlich gar keine andere Wahl, als die Treppe zu nehmen auch. So, die Baumstümpfe werden erfolgreich entfernt. Naja, ihr seht, es ist mehr als genug Holz. Ja, dann kann er auch die Baumstämme, die wir schon lose geschlagen haben, noch aufräumen. Wenn es nicht reicht, dann Holz ist da immer noch mehr als genug zu holen. Ja, ich werde jetzt einmal hier lang auffüllen. Und dann werde ich eine Seite nach der anderen auffüllen. Und so werden wir das auch mit dem letzten machen, weil so ist es am einfachsten, weil sie müssen alle eh hier hochkommen. Dann kann ich... Ja, hier ist es ein bisschen unpraktisch, weil sie wahrscheinlich dann erst hier drüben füllen werden, bevor sie hier füllen.
So. Der bringt die restlichen Stämme weg. Die da jetzt noch rumliegen und dann ist alles gut. Ah, die sind schon wieder fleißig beim Auffüllen, wie man sieht. Und hier klappt auch alles. Sieht zwar nicht gut, aber sieht schon mal recht annehmbar aus. Schlupp, tschüss, Baumstamm. So, jetzt kann ich eigentlich den Building Task nochmal aufsplitten. So. Was ich nicht hätte, sind die da unten. Die hier oben. So. Das hätte ich gerne in einem extra Blueprint. So. Dann machen wir das ein bisschen anders. Damit das hier jetzt erstmal nur die Umrandung wird. Dann haben sie nämlich besseren Zugang nachher. Oh, wie sieht's hier aus? Mit dem Clean-up. Wo ist unser Cleaner? Ach, der ist da. So.
Jetzt haben wir hier eine schöne Anzahl an Holz. Du, tu mir doch den Gefallen und switch das Holz hier mal um. Da haben wir nämlich volle Holzstockpiles und das finde ich perfekt. So. So, sieht doch schön aus, oder? Alles ordentlich. Das heißt, die da könnten wir eigentlich theoretisch jetzt zu Bretter-Stockpiles noch machen. Und wenn wir dann irgendwann mal jemanden haben, der... Also wenn wir irgendwann mal wieder Bretterbedarf haben, kann der Holz hacken. Oh ja, ist schön, auch unsere Steinvorräte nehmen rasant wieder zu. Sie sind ja auch recht nah an den Stockpiles, deswegen geht das jetzt so schnell.
Naja, ich bin froh darüber, wie wir Fortschritte machen. Ich meine, guckt euch mal an, wir haben ein Mäuerchen. Also erstes kleines Mäuerchen steht schon mal. Oh, die sind ja schon fast fertig. Das heißt, jetzt wird hier mal verschoben. Und dann gibt es wieder ein komplettes Chaos wahrscheinlich. Okay, das war eins zu viel. Wir brauchen wenigstens eine jetzt als Orientierungspunkt. So. Leute. Ah, jetzt haben sie es gefressen. Gut. Gut. Ja, jetzt ist es aber auch mal wieder an der Zeit. Jetzt suchen wir uns mal was Schönes aus. So, sieht gut aus. Zum Speichern. Mal am helllichten Tag zur Abwechslung. Save Override. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.